Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel Empyrean Galactic Survival. Ja, ups, was war das für ein Bug? Ja, in der letzten Folge, tada, sieht man hier meinen kleinen Panzer, alias Bodengleiter auch genannt. Habe mit denen so eine lustige kleine Tour einmal hier über den Planeten gemacht und ja, es ging ein bisschen was kaputt, komischerweise. Das konnte dann wieder repariert werden und ja, alles gut, kein Problem. Alles gefixt, gar kein Problem. Oder wie heißt's? Ja. Ja, diese Folge wird ein bisschen kürzer, denn ja, ich bin gerade ein bisschen in Stress, ein bisschen in Eile. Ich muss ja schon lange wieder unterwegs sein, aber ich habe gedacht, ich nehme noch schnell eine Folge auf. Eine schnelle kleine Folge, Empyrean. Und habe ich gedacht, okay, passt. Ich könnte mal hier reinschauen und zwar Baupläne, großes Raumschiff, da brauche ich Level 25, dass ich das bauen könnte. Ich habe Level 21 ein paar zerquetschte, 21 ein Drittel, ja ein bisschen mehr sogar. Na, gedacht, okay, großes Raumschiff, könnte ich mal eine Fabrik reinwerfen, weil kleines Raumschiff und ein Panzer habe ich ja schon. Die werde ich auch dann dementsprechend wieder spawnen, wenn ich mit 7.0 anfange. Ja, habe ich schon erwähnt, da werde die ganze Welt, nicht die ganze Welt, alles was ich habe, also mein ganzes Guthaben, werde ich nochmal spawnen. Ah, das Zeug wurde mir angerechnet, denn das hatte ich ja von meinen kleinen Raumschiffen übrig, oder vom Panzer. Sehr gut, es braucht nur noch Silizium, also nur, na. Silizium, Kobalt, Kupfer, Eisen. Eigentlich gar nicht so teuer. 363 Eisen. Moment mal. Das kleine Raumschiff. Das kleine Raumschiff braucht 427. Uah. Nee. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Was in der Fabrik? Ups, Panzer. Nee. Idiot. kannst du mich abbrechen? In Fabrik. Kannst du abbrechen? Gar nicht. Nein. Es wird jetzt im Panzer gut gerechnet. Den habe ich ja schon. Ah, Idiot. Egal. Ah ja. Okay. Ah, wird mir trotzdem ist gut geschrieben. Okay. Sekunde. Warte mal. Fabrik. Achso, der Panzer wird dann ausgeblendet oder überschrieben oder was auch immer. Man kann wahrscheinlich nur einen Blueprint auf einmal machen. Okay, auch nicht schlecht. Pflanzenbeete Stahl. Vier Stück. Moment mal, die habe ich doch glaube ich schon, oder? Eisen, Barren. Ja, da kann ich glaube ich Stahlplatten auch verwenden. Ja, das ganze andere Zeug. Hier brauche ich 10 Erestrium, 10 Saskosium. Barren. Ja, eigentlich gar nicht so teuer. Bis aufs Eisen jetzt. Okay, das ist aber schon heftig. 4 Pflanzbeete aus Stahl. Wo habe ich die jetzt hingelegt? Hatte ich nicht schon welche? Oder war das? Pflanzbeete Beton. Okay. Stahl 4, 1, 2, 3, 4. Mal schauen, ob die Rohstoffe für reiche. Die Pflanze bitte Beton, die könnte ich ja. Ach, mach's mal so umständlich. Es gibt hier das P-Menü, dann habe ich meine Komponentenkiste, da schmeiße ich die einfach rein und dann sind alle Pflanzbeete. Also nicht alle, sind halt die Pflanzbeete in einer Kiste. So, Hauptbereich hier auffüllen. Ja, ich kann halt die Hälfte gebraucht, okay. P-Menü, Geräte, Komponenten. Jetzt so. So, schauen wir mal rein. Haben wir 4? Nein, oder? Was ist jetzt los? Aha. Hat gerade ein bisschen gehangen. Ja, ein bisschen, ist gut. Stahl. Stahlplatten,
Ja, schon mal knapp 2000. Reichen die? Ich glaube nicht. Baupläne. Nee, ich brauche doppelt so viel, oder? Okay, 999 Stahlplatten ergeben 499 Eisenbarren. Okay. Ja, da brauche ich brauche 8000 Stahlplatten. Ja, okay. Was? 2 mal 999 ist bei mir 1898. Ja, schon mal 1998, genau. Ja, genau, schon die Hälfte davon. Ja. Gut, schauen wir mal. Hier, Pflanzbeete aus Stahl. Sehr gut. OP-Menü. Und voilà. Sehr gut. Sascosium Erestrium, das müsste ich doch, glaube ich, auch noch haben, oder? Sascosium. Oh, bleibt eine übrig. Ups, da ja. Erestrium, 10 Stück. Nicht zu viel, denn das ist wertvoll. Sehr wertvoll. Bauplan. Einmal, zweimal. Sehr schön. Das Neodymium. Brauche noch 101. Wow. Nein, ich habe 90. Aha. Ja, egal, die behalte ich erst einmal. Mal schauen, wo das herkriegt, das Zeug. Wahrscheinlich vom. Nee, hier gibt es ja nichts. Also jetzt Kobalt jetzt. Nee, nee. Auf dem Mond, glaube ich, gibt es das. Oder im Orbit. Aus Asteroiden. Man weiß es nicht so genau. Egal. Eisen, Barren. Bei Flugspule, Sekunde, da ist doch auch Satium Silizium, nee. Stromspule, das heißt Sascosium und Dingsbums drin. Die jetzt rausnehme, sind zwei Stück übers drin. Okay, Sekunde, das kann man gleich mal austesten. Müsste, glaube ich, gehen, oder? Nee, schon habe ich ja schon. Neodymium, oh Gott. Ich bin wieder auf dem Holzweg, aber dermaßen. Holzweg, Holzweg. Wo ist Neodymium drin? Kurz mal checken. Check, check, check. Wo ist Neodymium drin? Ja, hier nirgends, da sowieso nicht. Ja, in, oh Gott. In Neodymium ist wahrscheinlich in Neodymium drin. Bergbaugerätekern, ja, habe ich glaube ich schon. Ach, da wäre auch nicht schlau draus, wo jetzt da Neodymium genau drin ist. Nee, nee, nee. Ah, egal, wer schon findet, ne? Also, ich hätte Stahlplatten 999 Stück, die könnte ich auch reinschmeißen. Dann nehmen wir die Hälfte. Oh, da sind auch noch welche. Haha, da kommt schon was zusammen. Oh, Satium. Uah, bin ich drüber? Nicht gut. Fast das Doppelte. Ja, nee, sogar mehr als Doppelte. Okay, Kupfer 617. Boah, das ist teuer. Also, nicht teuer, aber ist halt schon viel. Ich hab 110. Silizium. Und Eisen jeweils 150. Wie viel brauche ich davon? Silizium 713. Boah. Silizium Autominer müsste ich glaube ich auch irgendwo haben. Könnte mit dem Panzer hinfahren, oder? Hui. Silizium ist da hinten. Eisen ist da. Stopp, 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 stopp. Nicht so weit. Stopp. 264 mal 2 ergibt ja über 500. Das ist aber jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Sekunde, hier mal ein Konstruktor ist hier. Wenn ich unterwegs bin, kann das ja mal durchgecraftet werden. Ups. Egal, einfach ein bisschen mehr machen, kann ich schaden.
So, Silizium. Komme ich darauf auf den Berg? Einfach mal versuchen. Ja, mit Allrad. Hui, nicht so hoch. Nicht in den Weltraum. Komm wieder runter. Da drüben ist er. Hui. Nein, 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 nicht überschlagen. Nein. Ich kann einfach mal hier stehen bleiben, wenn es geht. Steig mal vorsichtig aus und geh mal hin. Hallo, wie viel hast du? 521, jawohl, das müsste reichen. Sehr gut. Das nehmen wir mal alles mit. Zur Basis. Basis da vorne. Was ist da links unten? Achso, links so Tiere. Ich habe gerade gedacht, schaut aus wie eine große Spinne oder sowas. Aber da weiß ich, das ist ja nur die freundlichen Tiere. Ich fliege, halt, zu weit. Rückwärtsgang, wo lande ich jetzt? Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Achso, ich bin drüber geflogen. Auch nicht schlecht. Aber hier durch die Gemüsebeete. Hui! Egal, bleiben wir hier stehen. Mir reicht völlig. Die paar Meter kann ich erst zu Fuß gehen. Ja, egal, das brauchst du nicht machen. Weg, 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 weg. Sehr schön. Wieder andere Ansicht. Ist mir lieber. Hui. Alles hier rein. So, jetzt haben wir ein bisschen. Silizium können wir unendlich viel machen. Eisen können wir unendlich viel machen. Ja, so viel wird es wahrscheinlich nicht werden, oder? Silizium, wie viel habe ich jetzt bekommen? 508 mal 2. Dann für 5 Eisenerz bekomme ich zum Beispiel 10 Eisenbarren, also immer das Doppelte. Wenn ich jetzt knapp 200 Eisenerz habe, bekomme ich 400 Eisenbarren raus. Ja, ist das nicht so viel? Ist wirklich nicht viel. Also 273, ja, egal, egal. Ach, das reicht sowieso nicht. Ich muss wahrscheinlich nochmal auf den Mond. Also mal dann in der nächsten Folge. Dafür, dass ich auf den Mond komme. Sekunde. Ja, gut. Kurz durchladen. Boah, ich liebe das Geräusch. bloß nicht schießen, weil dann schieße ich auf den Bodengleiter. Raketen. Ja, haben wir einige. Hier haben wir auch noch. Nicht mehr so viel. 15 mm und 130 mm. Selbst die Munition mache. Munition. 15 mm. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 500. Ich glaube, 300 habe ich noch im Raumschiff. Das sind 800. Ja, müssten reichen. Raketen. 50 sollten dann aber auch reichen, oder? Ah, machen wir das mal alles weg, das ist alles ein bisschen zu viel. Okay. Ich kann nachher auch noch machen. Was macht jetzt Silizium? Wie lange macht er das noch, bis er fertig ist? Silizium, wo bist du? Oh Gott. Ja, kann man weiter. So, mach das weg. Zu eifrig. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das müsste jetzt reichen. Besser wäre es, wenn gleich alle jetzt hier auf einer Leiste wären. Also Gold, so. Dann kann ich es gleich viel besser beobachten. Also da hat man einen besseren Überblick. Auch bei den seltenen Erze, da muss man nicht ewig durchsuchen. Okay. Pentaxid, ja, okay. So, die anderen Sachen kann man alle nach oben schieben. Kobalt, 3 Stück, juhu. Eisenerz. Was habe ich jetzt alles? War gar nicht so viel. Wenn ich den Artikel oder die Sache nehmen will, ist weg. ja, das war's eigentlich. So viel habe ich gar nicht.
Hauptsächlich Magnesium, Silizium und Eisen. Kupfer. Ja, eigentlich sonst nichts. Egal. Silizium schmeißen wir wieder oben rauf. Was haben wir? 504. Ich glaube, 700 hätte ich gebraucht, oder? Was sind wir dann? Silizium. 713. 15 habe ich schon. Ja, okay, bei 698 noch. Ach ja, noch einiges zu tun. Ja, als ich auf dem Mond war und die eine Basis ausgeräumt habe, wo ich gestorben bin, da hätte ich ja die komplette Basis bis zur Grundmauern abbauen können. Dann hätte ich, glaube ich, genügend Eisen oder Eisenbarren oder Stahlplatten. Ja, okay, nachher sind wir immer schlauer. Neodymium brauche ich, muss man vielleicht eine Liste machen oder irgendwas. Egal. Kobalt, ja, Kupfer. Ja, Kupfer ist auch wichtig. Ja. Also fast die Hälfte von der Eisenbarren oder von der eigentlichen Eisenbarren hätte ich ja schon. Aber ich brauche erstmal Level 25. Und da geht schon los. Okay, es werden hier noch fleißig Raketen gebastelt. Was habe ich eigentlich hier? Episches Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, T2, Lasergewehr will ich gerne mal ausprobieren. Episches Minigun. Heißt es nicht epische Minigun? Na egal. Pistole. Okay. Ja, Laserpistole ist glaube ich auch nicht schlecht. Ja, egal, den Rest kennen wir ja. Mein Motorrad habe ich immer dabei. Ich weiß nicht warum, aber egal, tun wir raus. Das braucht man glaube ich nicht. Das kann man gleich hier hinten in die Kiste reinlegen. Ja, irgendwas mal da dazu. 8,3 mm, die brauche ich doch für. Kann ich reinlegen? Nee, geht nicht. Schon gut gefüllt. 5,8 mm, okay. Der nächste Artikel, was ich dringend brauche. 5,8, da brauche ich. Egal, mal 50, bis alles weg ist. Schlussverkauf. Okay, 5,8 mm bei ja auch noch. Oh, wenn wir das Munition machen. 5,8, wo bist du? Hier. 1, 2, 3, 4, 5 sind 100. Schon mal 125. Das sind 200. Reicht wahrscheinlich auch nicht ganz. Haben wir 12. Wären 300. Sollten dann reichen, oder? Pistole, ja, da habe ich genügend. Pistole. T2. Pistolen-Upgrade-Bausatz 1. Habe ich doch auch irgendwo, oder? Eine schwere Waffe Upgrade-Bausatz. Scharfschützengewehr Upgrade-Bausatz. Gewehr Upgrade-Bausatz. Laser. Ich hätte gerne Pistole T2, weil die ist richtig gut. Sprengstoff 5. Ja. Nehmen wir nochmal 5 mit. Oh Gott, ich hab einen halben Inventar voll mit Munition und anderen Sachen. Geht's noch? Sind hier die restlichen Raketen gecraftet? Ups, da glaube ich ein bisschen verrechnet. Entschuldigung. Warum habe ich mich da verrechnet? Weil da bekomme ich 5 raus. Okay. Was hatte ich gemacht? 50. Ja, 50 mal 5 sind 250. Ah, das wäre ein bisschen viel gewesen. Egal, jetzt habe ich 140 gemacht. Oje. Oje. Egal, jetzt machen wir die noch fertig, die 15 mm Kugeln. Dann tue ich mein Raumschiff mal schnell aufrüsten. Nicht aufrüsten. Auftanken, ja. Aber auftanken, ha, das wäre ein gutes Stichwort. Danke, dass du mich daran erinnerst. Komm, wir fertig. Jawohl. Sehr gut, schnell alles da rein ins kleine Raumschiff. P-Menü, Konstruktion, das kommt da rein. Sollten jetzt reichen, die Raketen, oder? Hauptmenü, auftanken. Reicht es?
89%, ja. Alles raus. Alles aus dem Inventar raus. Okay, alles gut. Sekunde. Fachbox 1. Ach, da wäre auch noch Kraftstoffzellen. Ah, super. Dann nehmen wir mal wieder ein paar raus, würde ich sagen. Die brauche ich für meine Station ja auch noch. Hier kann man nochmal C4 oder Sprengstoff reinlegen. Dann haben wir ein bisschen was auf Reserve. Ich vergesse mal, was ich da in den ganzen Kisten drin habe. Ich brauche eine Inventurliste oder sowas. So, die sind auch hoffentlich gleich fertig. Habe ich eigentlich noch genügend Magnesium? Ja, habe ich. Sehr gut. Was brauche ich für die noch? Magnesium und Metallstücke. Ah, Metallstücke, da brauche ich. Metallstücke sind die. Also eine Eisenbarren. Ja, da habe ich ja erstmal. Okay, 93. Okay, passt schon. Und nach dem ganzen Zeug kannst du 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ja, egal, mal ein paar mehr. Okay, passt. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, dann war es das für diese Folge. Ups, bin ich schon über meine Zeit, über meine geplante Zeit drüber. Ich wollte eigentlich nur kurz spielen, aber dann ist er doch eine bisschen längere Zeit draus geworden. Egal, egal. Gut, dann würde ich mal sagen, was ist für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Empyrean Galactic Survival. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.